Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und... Okay, herzlich willkommen zurück. Warum treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemander aufzuknüpfen. So, ich Witcher 3. Weiß es nicht, Herr. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Spuck's aus! Wo sind Sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Tamara. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Deine Machine. Lahmarsch. Kann kein Pferd rufen. Auch jetzt. Laufplätze. Kommt er jetzt mit oder? Drecksumpf. Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Stimmt, Tamara wollte ja ihre Mutter befreien. Ich reite jetzt schon mal voraus. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich denen helfen muss, wenn die angegriffen werden hier. Probier's einfach mal. Kann ja schon mal den Weg vorab clearen. Lass dich mal hier, Blötze. Das ist viel zu gefährlich für dich. Da ist wieder jemand gepupst, ey. Warum bist du hier? Der steht mir im Weg. Hier ist Hexer, Tamara. Hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm. Verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren. Niemals. Das lasse ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann. Ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Ja, Vater. Dein Vater, er sucht seine Frau, deine Mutter. Wirklich. Zahlt er dir viel, damit du sein Ja-Sager bist? Alter, so viel Hass. Wahrlich, ich sage euch, Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen?
Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Vieles. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf. Der ist tot. Der auch. Nicht. Hier drüben! Ordentlich geschoben. Hey, zurück mit dir, Stinker. Ingwerbrot. Frisch und warm. Mutter. Ah, ja. Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geknabbert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh, Mutter. Hab Erbarmen. Das ist ein bisschen zu einfach. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. An die Situation hier. Aber ich hab gebeten, gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her, ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter! Irgendwas da Böses kommt. Etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Sie kommen. Stellt euch zu schnell, der Hurensohn. Mach Angst. Das verdirbt ihr Geschmack. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Au. Ah. Ey, Leute, lass mich. Alter Schwede. Okay, das war groß. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen! Kuchen zum Abendessen! Sandkuchen! Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an.
Bevor wir irgendwas unternehmen, muss sie von hier fort. Die Mumen wissen, dass wir ihretwegen hier sind. Vielleicht schicken sie noch ein Monster, ein noch gefährlicheres. Ich bleibe hier, bis du mir verrätst, ob du ihr helfen und den Zauber brechen kannst. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten. Dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Alternative wäre gewesen, dass sie zum Wasserweib geworden wäre und er sich umgebracht hätte. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Tschüssi. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle. Sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Eben. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Leb wohl. Alter, ich will nicht sein Penis sehen. Ah. Okay, ein Buddel ist auf. So betrist in ihrem Haus. Hat jemand Spaß? Quests. Ja, das wäre natürlich dann jetzt die nächste Hauptquest hier. Da sieht es mit Schatzverbesserung der Teil 1. Wo ist denn das? Empfohlene Stufe 18. Könnten wir ungefähr machen. Einmal da. Und einmal da. Machen wir aber nicht heute. Meine Lieben, kleine Folge, kurze Folge. Das war eigentlich eine Nebenquest, aber ich wollte die jetzt noch mit dran packen, weil das einfach passt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann, ciao!